Super, also ich bin die Katja von der Sonnberg-Fernanlage in Flachau-Reitdorf, bin da die Geschäftsführung, kümmere mich ums Marketing und vor allen Dingen um meine Mitarbeiter. Gut. Genau. Und wie lange seid ihr schon bei Family Austria dabei? Bei Family Austria sind wir Gründungsmitglied. Also wir gehören wirklich von Anfang an mit dazu, haben den ganzen Verlauf mitbekommen und ja, haben jetzt das schöne große Marketing-Erlebnis alles miterlebt, wie es jetzt wirklich so schön die Kurve nach oben geht. Ah, super. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hast du auch schon bei so einem Glücksseminar oder sowas richtig mitgemacht. Genau. Genau, ich war bei dem Glücksseminar von der Rita dabei, bei der Urlaubskurzschulung. Es war ein Traum. Also man ist einfach glücklich danach rausgegangen, was schon gut ist, voll motiviert, konnte das seinen Mitarbeitern halt dort weitergeben und vor allen Dingen ganz, ganz viele Ideen sammeln, die man im Unternehmen dann auch wirklich einsetzen konnte. Das war echt schön. Und hast du da gelernt, was Glück ist? Also ich weiß natürlich vorher schon ein bisschen, was Glück ist, aber dort wurde vieles wieder in Erinnerung gebracht, einfach. Wie kann man das Glück besser einsetzen im Leben, im Alltag? Und also, wer es nicht weiß, der lernt dort auf jeden Fall, was Glück ist. Und ist es dann auch einfach, das auf die Mitarbeiter zu übertragen? Ganz, ganz sicher. Und zwar am besten am gleichen Tag noch. Die Mitarbeiter zusammentrommeln, die ganze Energie, die man da gesammelt hat, mitnehmen und viele, viele Ideen einfach weitergeben. Und also selbst die Mitarbeiter haben am Abend dann gestrahlt und ich finde, ich konnte es gut den Mitarbeitern rüberbringen. Das klingt so, ja. Ich glaube, die haben dann auch Glück, dass du dann so glücklich warst, oder? Definitiv. Und ich finde, wenn die Mitarbeiter auch so glücklich sind und die Ideen dann mit umsetzen können, können wir es schaffen, die Glücksgefühle an die Kunden weiterzugeben, an die Gäste weiterzugeben. Genau, darauf wollte ich hinaus. Wie würdest du denn jetzt, dass du dich so ein Glücksprofi nennen kannst? Vielleicht noch kein Glücksprofi, aber zumindest ein angehender Glücksprofi. Wir haben viele Ideen echt umgesetzt, so kleine Glückstale oder wir haben eine Tafel, da schreiben wir immer Glückssprüche drauf. In die Brötchensäcke kommen Glückssprüche einfach für die Gäste rein und ja, einfach auch mal ein schöner Glücksspruch am Tag an den Gästen weitergeben. Es ist ja, das bringt ganz, ganz viel und viele strahlende Gesichter. Genau. Also, was würdest du sagen, heißt jetzt Urlaubsglück für den Gast? Urlaubsglück heißt Lächeln, meiner Meinung nach, am Tag. Super, ja. Ja, das ist super, super zum Glück. Ja. Und da du aber auch schon so lange dabei bist, bin ich sicher, dass du dich beim Thema Urlaubscoach auch gut auskennst. Auf jeden Fall, ich bin bei jeder Urlaubscoach-Schulung dabei, weil ich der einzige Urlaubscoach bei uns im Unternehmen bin. Und auch da, es kommen so viele Tipps jedes Mal. Ich bin seit 5 Jahren bei der Urlaubscoach-Schulung dabei und jedes Mal komme ich mit neuen Ideen wieder zurück in die Fernanlage. Und das ist echt schön, weil alle Ideen sind auch wirklich schnell umsetzbar und einfach umsetzbar, ohne viel Budget umsetzbar und bringt uns weiter. Und ich bin mir sicher, dass das bei den nächsten Urlaubscoach-Schulungen weiter so geht. Und ich bin sicher, dass das den Gästen auch was bringt. Wie erlebst du das, was ist der Urlaubscoach für den Gast? Viele Gäste sind bei uns wiederkehrende Gäste, die Veränderungen sehen. Und zwar sind das auch Kleinigkeiten, die den Gast einfach auffallen. Und wenn der Gast dann zu uns kommt und uns direkt darauf anspricht, obwohl wir den Gast gar nicht aufmerksam auf die Veränderung machen, dann ist das für uns das Allerbeste, weil wir merken, dass unsere Änderungen eben wirklich rüberkommen, dass die bemerkt werden. Und das sagt uns ganz, ganz viel aus. Und wir haben 99% strahlende Gäste bei uns in der Fernanlage und das macht uns glücklich und dann können wir noch mehr Glück wieder weitergeben. Genau. Genau, also es klingt so, als ob du vielleicht die Einzige in der Anlage bist, die diesen Urlaubscoach-Titel trägt, aber das eigentlich alle. Richtig, alle richtig. Also wir machen viel Motivation auch im Team. Einfach was, wenn wir selber irgendwelche Ideen haben, bringen wir das weiter und dann wird das wirklich vom ganzen Team so umgesetzt und das ist halt das Schöne, wir ziehen alle am einen Strang und ja. Dann kommt das von uns allen zum Gast rüber. Ja, genau. Ja. Und jetzt noch zum Schluss eine kleine, ja, ich fange den Satz an und du sagst einfach, was jetzt dazu einfällt. Okay. Urlaubscoach heißt für mich? Für den Gast da zu sein und den Gast die Wünsche zu erfüllen und vielleicht auch mal ein kleiner Seelensorger für den Gast zu sein. Und der Gast fühlt sich durch den Urlaubscoach? Gut aufgehoben, beschützt. Und gut informiert. Super, danke schön. Gerne. Sehr gut.